Deutschland als Marmortafel. Wie kommt man so auf die Heim und Handwerk? Naja, hier kann man eben ganz nett zeigen, dass man sich auch ein bisschen loslösen kann von den klassischen runden oder eckigen Formen. Hier, das ist jetzt selbst gezeichnet mit einem CAD-Programm, bisschen die Konturen vereinfacht, damit der Tisch auch genauso stabil ist wie ein klassischer Marmortisch. Und es ist einfach ein außergewöhnliches Design, was halt sonst keiner hat. Kann man als Couchtisch benutzen, steht bei mir zu Hause auch als Couchtisch und ist halt dann schon mal ein Hingucker. Und es soll einfach nur zeigen, dass die Leute dann zu mir kommen können mit einer Idee. Ich hätte ganz gerne eine Kontur oder ein Muster, ein Urlaubsfoto, das Haus hier oder sonst irgendwas. Und ich kann das dann am Computer eben entwerfen und dann kann man das dann auch im Material beliebiger Form oder Stärke eben umsetzen. Zum Beispiel kann das dann Marmor sein oder Granit. Das sind dann eben die herausforderndsten Materialien, die man eben benutzen kann. Ich komme mit einer Idee, Urlaubsfoto, irgendwas in der Art und kann man daraus dieses Möbelstück machen. Im Grunde genommen ist das so der Gedankengang. Sie kommen zu mir, haben eine Idee und dann mache ich 2, 3 Entwürfe, wie ich es mir ganz gut vorstellen kann, wie man es auch umsetzen kann, dass es stabil ist, gut aussieht und auch was hermacht irgendwo, dass es Aufmerksamkeit erregt. Und dann kann man sich überlegen, welche Materialien man haben möchte. Es gibt ja hunderte verschiedene Marmorarten oder auch Holz, Glas, Stein, ist alles möglich. Und dann kann man sich dann überlegen, dass man das dann zum schönen Couchtisch macht oder auch Esszimmertisch, Schreibtisch, alles möglich.